Alles Körperliche. Die Vorstellung des Leiblichen als weichfleischlich, zeitlichen, leidlichen, zeiblichen, verblichenen, verbleichenden ist unbewusst. Die Akte, mit denen das Leben gezeugt wird, sind nicht theriotisch. Deshalb, weil es dabei so zugeht, wie Woody Allen sagt, dass Sex nur dann schmutzig ist, wenn es gut gemacht wird, sondern weil auch das ein völlig unbewusster Vorgang bleibt, der elastisch-plastischen Weichfleischlichkeits-Anstechungs-Ein- und Exozytose-Vorgänge etc. Bei Katzen sieht man zum Beispiel, wie sie mit großer stochastischer Wahrscheinlichkeit Wesen mit großer Mühe zur Welt bringt. Und dann dauert der Todeskampf doch bei vielen gleich am Anfang wieder einige Tage mit Schnappatmung und allmählicher Verkrustung der Körpereingänge. Aber sie haben es schneller hinter sich bezüglich desjenigen, was Goethe sagt, Pflicht ist zu leben, und sei es nur einen Tag, wie er hier das Wort Pflicht verwenden kann, ist ebenfalls erstaunlich. Ein Tag vor der großen Maiparade am 9.5. in Moskau, wo jetzt alle darauf gespannt warten, was das für Ankündigungen nach sich ziehen wird. Und dann sind es noch 6 Tage, bis mein Vater 100 Jahre alt geworden wäre.